Am Dienstagabend gegen 21 Uhr geriet ein zuvor genutzter Mercedes-Kombi in der Karl-Zuckmeier-Straße in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf einen geparkten BMW über. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf nahegelegene Reihenhäuser verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt am Mercedes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die 76-jährige Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss und muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.